Lasst euch nicht verunsichern beim folgenden Video, denn ich sage, dass bei Water Bears es nur die 4 Stationen geben würde. Und das ist aber nur die halbe Wahrheit, denn es gibt zu jeder Station noch einen kleinen Bereich, der sich um Herausforderungen dreht. Und den habe ich nicht gleich gesehen, weil er so leicht daneben versteckt ist. Aber jetzt ist es mir aufgefallen und ich werde im dritten Video und vielleicht auch im vierten Video dann noch die Herausforderungen spielen. Also schaut einfach alle Videos an. Viel Spaß! Hallo, ich bin VR-Dings von den We Are Nerds und wir hatten in der letzten Woche Water Bears VR gespielt und das Ganze hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich das gerne fertig spielen will. Wenn ihr das Spiel selber kaufen wollt, dann ist es vielleicht nicht so clever, sich das so genau anzuschauen. Ihr könnt ja vielleicht mit einem Auge nur zuschauen oder so, aber wenn ihr das eh nicht kauft, dann könnt ihr auch zuschauen, wie ich das Spiel jetzt fertig spiele. Denn wir haben in der letzten Woche Level 1 und 2 komplett durchgespielt und jetzt kommen Level 3 und 4 dazu. Das ist nochmal unterteilt in einzelne Unterlevel oder wie man das nennen will, vielleicht auch in Kategorien oder einzelne Stages oder wie ihr das auch immer nennen wollt. Auf jeden Fall spielen wir 3 und 4 jetzt gemeinsam durch und ich bin jetzt hier schon in dem Level drin und meine kleinen Wasserbärchen, Nadu, sind auch mit am Start und ich habe, nachdem ich das Spiel das letzte Mal gespielt habe, ein wenig gegoogelt, was denn Wasserbären sind. Und ich kann euch eins sagen, die sind nicht so süß, wie die hier aussehen. Ist das eigentlich das Vodafone-Logo? Das ist schon markenrechtlich schwierig. Also das sieht mir ganz nach einem Vodafone-Logo aus. Okay, aber egal. Ihr wisst noch, hier die beiden Werkzeuge habe ich in der Hand. Und hier können wir schauen, was wir für Rohre haben. Wir haben jetzt neu in Level 3 immer den Splitter dabei. Und damit können wir Farben aufbrechen. Also zum Beispiel Orange wird zu Rot und Gelb und Grün wird zu Blau und Gelb. Farblehre ist so eins meiner Hobbys. Und dann haben wir hier einmal eine Gerade und einmal eine Abbiegung. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir die kleinen Wasserbärchen mit Wasser versorgen. Wie machen wir das am dümmsten? Also einmal muss Gelb darüber, einmal muss das davor. Da hab ich doch schon eine Idee. Oh, war das eine gute Idee? Ich weiß es nicht. Also kommen wir auf jeden Fall hin. So, der ist schon mal versorgt. Und der sollte jetzt auch versorgt sein. Nee, das ist zu tief. Okay. Aber dann machen wir auch was anderes. Da gehen wir gleich zu dem hier rüber. Ich glaube, das ist cleverer. Dann leiten wir das noch so runter. Ja, das funktioniert auch. Und jetzt müssen wir einmal am besten von da und hier das runterfallen lassen und das da direkt. Dann biegen wir erstmal ab. War das so gut? Ja, komm, wir gucken mal. Also das kann man nur so ansetzen, aber das, guck mal, das macht dann... okay, das macht da noch keinen Sinn. Machen wir das nochmal einmal weiter und dann vielleicht so. Jetzt müssen wir nochmal drehen. Ups. Ja, das war doch richtig. Und jetzt können wir das doch einfach hier weiterleiten. So, so und so. Das sollte funktionieren. Alle glücklich? Yeah. Okay, alle sind wieder frei. Hallo. Oh, guck mal, die zwei haben sich ganz doll lieb. Zwei Wasserbärchen vereint. Und wir haben den Konstruktionsmeister wieder etwas weitergebracht und Zusammenschalter. Ja, das ist vielleicht nicht die beste Übersetzung. Oh, wir können mal uns meine Skills anschauen und sehen, ah, hier, zwei Sachen habe ich schon komplett voll. Ups, was machst du denn hier? Aber andere habe ich noch gar nicht angefangen. Das verwundert mich so ein bisschen, denn wir sind ja auch bald durch. Ey, der verfolgt mich. Guckt euch das an. Oh, ist das nicht herzallerliebst? Oh. Okay, gehen wir mal zum nächsten Level. Oh, hier haben wir ein bisschen mehr. Wir haben nur eine Quelle, wenn ich das richtig sehe. Ja, eine Quelle. Und okay, wir haben Orange, Orange, Rot und Gelb. Hm, jetzt müssen wir natürlich Orange, aber hier können wir das nochmal aufteilen. So schwer ist es dann doch nicht. Und wir wollen ja eigentlich nach da, wollen wir die Farben aufbrechen. Da gehen wir einfach jetzt noch hier so ein Stück vor. Brechen die Farben dann auf. So. Und noch ein. Das. Oh,
So. Und jetzt gehen wir einfach hier vor und machen das hier genauso. Nur machen halt da ein normales T-Stück dran. Ja, so. Keine Herausforderung für mich. Läuft doch. Juhu. Alle sind frei. Peng. Wow. Zusammenschalter habe ich wieder bekommen. Und weiter geht's. Gerade wollte mich der Gelbe angreifen. Ich glaube, er wollte mich auffressen. Er sah sehr gierig aus. Jetzt haben wir diesmal sogar diesen Zusammenführer und den Verteiler. Jetzt wird es langsam interessant, wenn ich Sachen aufsplitte und dann wieder zusammenführe. Wir brauchen einmal lila, zweimal lila, einmal gelb und nochmal gelb. Und wir haben orange und grün oder orange und grün. Gut, da bekommen wir auf jeden Fall gelb raus, da bekommen wir auch gelb raus. Lila bekommen wir nicht. Und jetzt sind... Oh, das sieht ja seltsam aus. Wow. Das ist cool. Und jetzt sind alle Gehirnwindungen gefragt, denn wir kriegen Lila aus Blau und Rot und das kriegen wir wiederum aus Orange und aus Grün. Ich gebe mein Bestes. Schauen wir mal. Da haben wir schon mal Rot. Das ist schon mal so in die richtige Richtung. Und dann haben wir hier Blö. Und da haben wir zweimal Gelb. Naja, leichter kann es ja nicht sein. So, dann haben wir schon mal den ersten. Der ist schon glücklich. Und der zweite ist auch glücklich. Dann gucken wir mal hier rüber. Und... Ja, da müssen wir erstmal lila wieder machen. Hey. Ups. So. Und... Ugh. Na, komm. So und so. Dann machen wir den Mischer dazwischen. Und dann hier ein T-Stück. Kenne ich noch aus alten LAN-Zeiten, diese T-Stücke. Das waren noch Zeiten, als man hinten an die Netzwerkkarte so komische T-Stücke geklemmt hat. Langes her, ich bin auch schon alt. Okay. Dynamik-Designer. Ja? Ich bin der Dynamik-Designer. Den Skill, den musst du erstmal haben. So, Level 3, 6. Lila, Orange. Und wir haben Grün, Rot, Grün und Rot. Das heißt, wir wollen hier Rot rausbekommen. Das klappt. Rot und Gelb. Und hier kriegen wir Blau und Rot raus. Dann fehlt uns Grün. Und Grün kriegen wir aus Blau und Gelb. Läuft. Gut. Aber wie machen wir das zusammen? So haben wir Gelb da auf der Seite. Das ist natürlich Quatsch. Vielleicht. Aber so haben wir es auch viel zu eng. Vielleicht nehmen wir das nochmal weg. Vielleicht müssen wir die erst nochmal... Aber eigentlich ist es auch egal. Wir machen das erstmal hier so hin. Gucken mal. So, Rot muss ja nach da. Das ist da schon mal richtig. Und hier müssen wir Rot nach da bringen. Das ist da auch schon mal richtig. Also so ganz verkehrt ist es zumindest nicht. Und dann gehen wir halt einfach... Aber das ist ein Riesenumweg. Ich weiß gar nicht, ob das so viel Sinn macht. Wir wollen das einmal mischen. Wir können das aber nur... Und da müssen wir es ja noch einmal rumführen. Das ist ja total blöd. Ach, komm, dann machen wir es vielleicht so. Ah, guck mal, so ist das doch genial. Und dann... Also, was heißt genial, aber... Dann haben wir da zumindest schon mal grün. Gehen hier vor. Machen hier ein T-Stück hin. Machen das so. Und dann müssen wir halt hier einmal eine große Runde gehen. So, und dann haben wir das. Und Rot machen wir uns auch noch hier hin. Oh, Fehlkonstruktion. Okay, dann müssen wir da erstmal runtergehen. So und so. Und hier drüben, da reicht vielleicht auch einfach, das so zu machen. Und einmal nach vorne. Jo. Hat auch geklappt. Sieht ein bisschen komisch aus, die Konstruktion. Ich weiß nicht, ob es schneller gegangen wäre über einen anderen Weg. Aber es hat zumindest funktioniert. Und wir bekommen Dynamikdesigner, Konstruktionsmeister und Zusammenschalter. Ja, läuft. Oh, guck mal, da kommt der Grüne wieder. Verfolgt mich auch noch mehr, wenn ich das auch nochmal hier... Guck mal. Irgendwie verfolgt mich immer nur einer.
Guck mal, der hat ja auch eine ganz heiße Frisur, oder? Haben die alle die gleiche Frisur? Nee. Guck, der hat eine ganz andere. Hi. Okay, schauen wir mal weiter. Was das nächste Level so bringt. Zwei Mixer und drei Splitter. Na, hier muss ja was los sein. Wir haben gelb, lila und lila. Und wir haben hier lila eh schon. Das heißt, das brauchen wir doch gar nicht aufteilen. Aber wir müssen es aufteilen, denn wir haben ja gar nichts anderes. Guck mal, wie wenig Objekte wir jetzt haben. Das ist ja... Jetzt wird es nämlich langsam... Jetzt wird es hier mit Denken und so. Jetzt wird es kompliziert. Jetzt sollen wir nämlich lila aufteilen und dann wieder zusammenfügen oder wie oder was. Das halte ich für sehr riskant. Aber mal schauen. Gelb hätten wir ja da schon so. Aber da kommen wir noch gar nicht hin. Das daran hängen haben wir rot und blau. Das können wir ja da wieder zusammen. Was ist das denn? Ich kann rot zweimal aufteilen und nochmal rot. Naja. Okay, machen wir das so. Das machen wir erstmal so. So, dann wäre gelb theoretisch da. Wenn wir das so nach... Ach, das ist doch... Komm, ich bin auch ziemlich das Rätselmonster. Man nennt mich auch das... man nennt mich das Rätselmonster. Aber ich schaffe das so schnell. Und ich habe jetzt alle Teile verbraucht. So finde ich es auch eigentlich cooler. Also nicht, dass das jetzt hier schwer war. Das war noch relativ einfach. Oh, Ressourcenmanager. Aber wenn es so tricky ist, dass man wirklich nur so viele Teile hat, wie man braucht. Guck mal, ich habe hier wieder 25, da wieder 25. Dann kann ich ja einmal um das ganze Ding und wieder zurückbauen. Also ein bisschen einfach. Aber ja, soll uns jetzt nicht stören. Okay. Lila wollen wir dahin. Das wird sich auch ein bisschen versteckter. Grün ist einmal da und wir haben Rot und Gelb da, Lila da. Okay, kriegen wir hin. Da holen wir das Wasser hier erstmal ein bisschen nach oben. Das versteckt sich ja da. So. Wir haben ja genug Teile. Und dann holen wir Blau auch mal hier hoch. So. Obwohl, der kann wieder weg. Lila soll dann davor. Also bringen wir erstmal Rot zusammen. Obwohl... Da brauchen wir Grün, aber dafür... Ja, da müssen wir das dann nochmal mischen. Okay, dann machen wir einfach zweimal Rot hier draus. Das wird keine schöne Konstruktion, das sehe ich schon. okay, aber es muss ja nicht immer alles schön sein im Leben. Doch, eigentlich scheiße. Das war eine dumme Aussage. Es muss im Leben immer alles schön sein, denn alles andere wäre ziemlich blöd. Ja. Solltet ihr mal drauf Acht geben. Ah ja, wenn man Rot und Gelb mischt, kommt komischerweise kein Grün raus. Entschuldigung. Das hätte mir ja mal vorher auffallen können. Sondern wir müssen ja Gelb und Blau zusammenführen. Was nicht weniger problematisch ist, aber kriegen wir hin. Also jetzt verbrauche ich aber hier ganz schön ordentlich Teile, die ich wahrscheinlich gar nicht verbrauchen müsste. Aber es ist mir auch relativ egal, da ist glaube ich... Was mache ich denn jetzt? Bringe ich das Grün hier vor? Okay, Leute, wir müssen uns mehr konzentrieren. Gerade ihr lenkt mich hier ganz schön ab. So funktioniert das nicht. Ihr dürft nicht immer hier reinquasseln. Ich muss mich hier ganz stark konzentrieren. Und hoffen, dass ich auch ans Ziel komme. Mit den paar Dingern, die ich noch habe. Aber wenn ich die runterwerfe, müssten die eigentlich wieder im Inventar auftauchen. Das heißt, die sind nicht verloren. Warte mal, das ist doch auch blöd. Warte mal, das tun wir... weil das aber nicht auf einer Höhe ist. Das muss hier wieder rein. Aber wir wollen ja hier nochmal Rot und Blau haben. Jetzt müssen wir doch mal hier ein bisschen langsamer machen. Wir können das T-Stück hier ja gar nicht verschwenden, weil wir brauchen ja da nochmal Rot und Blau. So, verstanden. Das heißt, wir brauchen Rot zweimal. Nein, wir brauchen nicht Rot zweimal. Halt. Wir brauchen einmal Rot und Blau für Lila. Und wir brauchen einmal Gelb und Blau. Also brauchen wir Blau zweimal. So. Jetzt habe ich's. Aber jetzt ist das Stück weg. Ah ne, weil es da dran ist. Okay. So. Und jetzt ist das doch schon total einfach. Jetzt sehe ich doch hier schon wieder, wie es funktionieren könnte. Machen wir das so und das so. Dann sind wir wieder in der falschen Richtung. Aber davon lassen wir uns mal nicht beirren, weil wir müssen das sowieso ungefähr so machen. Wo ich nicht weiß, aber egal. Guck mal. Jetzt ist der eine schon mal glücklich.
Und das kriegen wir auch noch darüber. Das sollte möglich sein. Aber wir haben nur noch kaum gerade Austeile. Dann nehmen wir halt einfach Kurven. Dann kurven wir uns nach vorne. Oh, 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 wow. Jetzt ist das Tracking kurz weggegangen. Das war seltsam. Ich weiß nicht, ob meine Controller nach Batterien schreien. Ups. Aber guck mal, das könnte doch funktionieren, wenn wir bis vorne hinkommen. Ich weiß zwar nicht, für was wir den Splitter hätten gebrauchen können, aber... Na. Aber brauchen wir nicht. Oh, jetzt bin ich irgendwo hingekommen. Oh, wo bin ich denn eigentlich hier im Raum? Ja, ich hätte den Stuhl mal da wegstellen sollen. Da bleibt mein Kabel ein bisschen hängen. Okay, Dynamikdesigner, Zusammenschalter habe ich wieder bekommen. Wenn wir meine Skills mal anschauen. Ja, langsam bekommen wir auch hier diese letzten Skills noch komplett. Also alles ganz cool. Geh mal weg. So. Aber das ist schon eine komische Konstruktion. Ich weiß gar nicht, für was bei den Splitter noch hätte gebrauchen können. Na gut, ich hätte das hier zusammenführen können, hier nehmen können, hier wieder aufbrechen können und dann wieder vorgehen können. Ob das jetzt besser gewesen wäre, weiß ich nicht. Aber, nee, Restart-Level wollen wir nicht. So, hier wieder drauf. Ups. So, Level 3.9. Wir haben einmal grün, einmal lila. Und wir haben ganz viele verschiedene Farben, die hier bedient werden wollen. Das ist natürlich jetzt relativ aufregend. Aber guck mal, hier bekommen wir natürlich gelb und blau raus. Und gelb brauchen wir da schon zweimal. Kommen wir da schon so hin? Nee, noch nicht. Aber noch einmal so und einmal so. Und so und so. Aber gut, dann haben wir schon mal zwei abgedeckt. Das ist ja gar nicht so schlecht. Machen wir mal so. So und so. Da haben wir noch zwei abgedeckt. So, ich glaube, das war schon mal nicht so clever. Ich glaube, da bedenke ich gerade noch was nicht. Obwohl, hier haben wir es rot und blau. Ist ja eigentlich auch erstmal nicht verkehrt. Aber jetzt wird es ein bisschen blöde, weil wir haben kaum noch Teile. Ah, es könnte sein, dass das nicht so funktioniert. Wenn ich das jetzt da reinhalte, das ist das, aber das bringt ja nichts. Haben wir den versorgt? Aber den haben wir dann nicht versorgt. Okay, also schon mal keine sehr gute Konstruktion. Dann schauen wir mal. Wie können wir das optimieren? Blau geht hier lang. Geht da lang. Grün geht hier lang. Aber das müssen wir ja aufteilen. So, dann haben wir auf jeden Fall blau und gelb. Und dann müssen wir auch in die Richtung gehen, sonst geht das ja auch nicht. Sonst können wir die nicht versorgen. Und hier drüben eigentlich genau das Gleiche. Wie kann man das schneller machen? Einfacher machen? Wir haben nur gewisse Anzahl von T-Stücken. Das heißt, wir haben hier 1, 2, 3. Wir haben nur 3 Stück. Das ist natürlich sehr wenig. Aber ich glaube, wir haben nur 3. Und das ist natürlich... Das ist natürlich doof, weil theoretisch bräuchten wir doch immer 4 Abbiegungen. Aber das einmal aufgeteilt. Okay, wir können ja das auch als T-Stück nehmen hier. Von daher, das würde gehen. Aber da wollen wir ja kein Rot haben. Aber gut, dann müssen wir doch vielleicht doch nur diese Konstruktion hier nochmal ändern. Schauen wir mal. Denn wir wollen ja einfach... Rot zweimal nach da und blau zweimal nach da haben. Obwohl wir haben auch keine Abbiegungen mehr, keine Kurven mehr machen. Können nur mit dem T-Stück einmal aufteilen. Aufteilen können wir nach da und da. Bringt uns aber nicht viel, wenn das Ding da hängt. Würde es was bringen, wenn wir noch nach vorne gehen und das dort aufteilen und dann da schon zwei versorgen? Auch nicht so richtig. Dann haben wir ja blau versorgt. Dann haben wir... Dann haben wir hier rot versorgt. Da haben wir blau versorgt. Aber dann, wenn wir das drehen, haben wir auch nichts von. Also selbst wenn wir das jetzt nochmal hier reinnehmen, würden das so machen, dann hätten wir ja vielleicht... schon mal den einen fast. Naja, aber auch nicht ganz. Aber dann kriegen wir ja den hier noch nicht. Und den da vorne erst recht nicht. Das macht auch wenig Sinn. So, nochmal zurück. Weiter zurückbauen kann man nicht.
Aber hier kann ich auch keine Teile sparen. Das sehe ich nicht. Die können wir auch nicht umherschieben. Hinweis. Ja, was ist das denn für ein Hinweis? Das kann ich mir vorstellen. Das ergibt das, ist mir schon klar. Man sollte meinen, dass mir das klar ist. Vielleicht macht es Sinn, dass wir es noch nicht an der Stelle aufteilen, sondern hier aber schon nach links und rechts gehen. Ich bin clever. Genau, und dann haben wir hier die zwei... Das ist es. Eins. Juhu. Aber das ist kniffliger, wenn man nur genau die Anzahl von Teilen hat, die man auch am Ende braucht. Jetzt wird das Spiel langsam spannend. Ich hoffe, das bleibt auch noch eine Weile so. Da kommt gleich zwei diesmal an. Errungenschaft freigeschaltet. The Magic Number. Okay. Gut. Jetzt müssen wir davor. Das heißt, wir haben Stage 3 geschafft. Ich muss mal kurz hier so ein bisschen vorlunsen. Dann gehen wir mal hier. Und dann können wir nämlich die vierte Welt jetzt auswählen. Und das machen wir auch mal. Und da sehen wir, die hat ungefähr oder genauso viele wie immer. Das heißt 3, 6, 8 Stationen. Obwohl, die hatten wir sogar 9. Okay, dann kommen jetzt nur 8. Und wie wir es mittlerweile schon kennen, kommt natürlich auch ein neues Element dazu. Das heißt, ein neues Stück Rohr. Wir hatten erst diesen Mischer zu bekommen, wo wir zwei Sachen zusammenführen können. Dann haben wir den Splitter bekommen und jetzt bekommen wir einen Raketenwerfer, so wie es aussieht. Der gelbe Filter entfernt Gelb aus der Farbe. Wahrscheinlich gibt es dann hier auch noch andere Farbfilter, aber das scheint mir ja erstmal hier, am Anfang ist das ja immer so ein bisschen einführend, das ist einfach, guck da, Gelb wird entfernt und schon haben wir Blau. Und dann funktioniert das. Also ein Splitter, der aber nicht splittet, sondern einfach nur eine Farbe entfernt. Habe ich ja eigentlich schon gesagt. Warum vergleiche ich das mit dem Splitter? Ist egal. Aber weil halt die Funktion relativ ähnlich ist. Dann nehmen wir da Rot raus. Dann nehmen wir hier Blau raus. Und bei... komm her. Und hier nehmen wir Gelb raus. Ja, das funktioniert doch ganz einfach. Juhu! Ja, ich feiere mich, wenn ich 4, 8 geschafft habe, dann feiere ich. Aber vorher feiere ich nicht. Okay, zweimal Gelb. Easy. Das ist immer mit den Einführungsleveln, das ist ja dann doch... Aber das ist cool, also man muss die Leute ja auch ein bisschen hinführen, aber es ist auch ein bisschen einfach ist es dann schon. Aber guck mal, ich krieg's nicht hin. Ich muss das hier aufteilen schon. Und dann zack. Gibt's einen Zeitbonus? Da mache ich jetzt ganz schnell. Und dann jongliere ich mit Rohren. Dim, 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 dim. Ich bin der Rohrmeister. Na, das ist doch mal was. So, Lila. Ist da sonst noch irgendwo ein Tierchen? Nein. Okay, Lila und wir haben Orange und Grün. Ha! Orange und Grün ergibt kein Lila. Aber wenn wir Gelb aus... wir haben zweimal den. Okay. Dann ist klar. Wenn wir Gelb aus Grün entfernen, dann bekommen wir nämlich Blau. Und wenn wir Gelb aus Orange entfernen, bekommen wir Rot. Und das ist das, was wir wollen. Aber wir müssen da auch noch hochkommen. Okay, ja, wir können jetzt so. Obwohl, das wird nichts. Das wird so nichts. Wir haben jetzt wieder so wenig Teile. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Dann nehmen wir mal die nochmal alle weg. Und den vielleicht so. Oh, jetzt ist der Controller weg. Jetzt sind die Batterien alle. Das wäre jetzt ärgerlich. Nochmal konnte ich neu starten, aber vielleicht muss ich dann gleich mal die Batterien wechseln. Ich hoffe, die sind auch geladen. Wenn nicht, gibt es doch noch einen dritten Teil. Das werden wir aber dann sehen. Das machen wir gleich da weg. Dann machen wir das hin. Das hin. So. Jetzt geht's hier hoch. Ich hoffe mal, das reicht. Ja, reicht wieder gerade so. Ist der einzige richtige... ist der einzige richtige Weg. Das sieht doch super aus. Besser hätte es mein Chemielehrer auch nicht gekonnt. Bin ich mir ziemlich sicher. Oder mein Hausmeister, Lehrer,
Oder wie auch immer. Lila und Orange. Ja, das können wir einfach mixen, dann haben wir Orange. Aber dann wollen wir auch noch Blau und Rot mischen. Und wir haben wieder eins, um Gelb zu entfernen. Okay, ach ja, dann machen wir das einfach so. Ups. Machen dann hier das hin. Holen dann das da wieder raus. Und dann können wir das ja einfach da drüber mischen, würde ich sagen. Was wird das so machen? Ja, machen wir einfach so. Komm, wir haben genug Rohre diesmal. Dann können wir das einfach so machen. Ja, geh weg. So. So. Und so. Tja, nicht schön, aber selten. Jetzt klingelt auch noch mein Telefon, das ist natürlich richtig toll. Aber davon lassen wir uns mal nicht beirren. Hätte ich mal abschalten können. Ich dachte, ich hätte es abgeschaltet. Naja, so ist es manchmal. Okay. Nächstes Puzzle. Und wir tanzen zur Musik von meinem Telefon. Warum das auch immer jetzt klingeln muss. Naja. Okay. Ja, wir müssen das einfach hier rüber. Nein, halt, wir müssen das. Lila und Blau. Blau muss darüber. Lila muss gemischt werden. Aber wir wollen. Was wollen wir denn eigentlich? Das so. Das so. Dann führen wir die erstmal zusammen und spalten sie dann wieder auf. Wäre jetzt so mein Plan gewesen. Aber dazu müssten wir das. Warte mal. Das wäre Quatsch, wenn das da wäre. Aber das kann ich nicht dahin machen. Aber das wird ja so nicht so wirklich was. Und wir können ja dann. Obwohl. Warte mal, wenn wir das jetzt so haben. Ha, guckt. Das ist doch der optimale Weg, würde ich sogar sagen. Zack, 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 zack. Wir haben keine Röhrchen mehr übrig. Und von daher, also, ich bin überzeugt. Besser wäre das bestimmt nicht gegangen. Level 4 von 7. Das bedeutet, es müsste das vorletzte Level sein. Und danach muss ich mein Bärchen... Hallo. Hey. Jo. Lebewohl sagen. Das wird noch hart. Aber egal. Die müssen auch mal ohne mich klarkommen. Ah, ganz cool. Ich habe jetzt hier gar keine Röhren, sondern die sind alle hier schon verbaut. Und die sind natürlich falsch verbaut, weil die habe ich nicht dahin gesetzt, sondern irgendwer anders. Und das war natürlich blöd von dem, denn es hat lila Bärchen und grünes Bärchen hat Wasser, aber gelbes Bärchen und orangenes Bärchen haben kein Wasser. Und die sind natürlich sehr traurig. Und ja, die wollen auch gerne Wasser. Müssen wir mal gucken. Vielleicht reißen wir das alles ab. Ne, weil das ist wahrscheinlich eh Quark, wie das zusammengebaut ist. Und dann nehmen wir einfach mal den ganzen Mist da weg. So. Weil die Teile brauche ich, kann ich besser machen, wenn ich das hier irgendwie nicht so vorgegeben habe. Das kann ja so ein bisschen da rauskommen. Aber wir brauchen hier drüben grün. Wir brauchen da das. Wir brauchen da gelb. Orange. Okay, und wir haben Rotfilter, Blaufilter und Gelbfilter. Aber, was bringt uns das? Wenn wir den Blaufilter da nehmen, hätten wir zumindest schon mal gelb. So, das bringt uns so ein bisschen was. Dann können wir nämlich das da haben. Können das hier mischen. So. Oh, aber der kriegt es da noch nicht ganz. Aber dann haben wir das so. Das ist schon mal nicht schlecht. Dann machen wir hier. Warte mal, nee, den Gelbfilter dran. Guck mal, das sieht doch ganz gut aus. Dann haben wir hier lila. So, und jetzt machen wir hier wieder das Stück dran. Und jetzt brauchen wir hier den Rotfilter. Dann haben wir blau. Ach, guck mal. Clever, oder? Also es ist wahrscheinlich Zufall, dass ich das jetzt so schnell gesehen habe. Aber alle Bärchen glücklich. Ich frage mich, welcher Stümper das vorher zusammengesteckt hatte. Der war doch bestimmt nur da, um mich zu ärgern. Oder um meine Bärchen zu ärgern. Das mag ich gar nicht. Systemklempner. Mhm. Dynamikdesigner habe ich fast voll. Das heißt bestimmt, dass ich besonders schnell und effektiv arbeite. Oder so. Naja, schauen wir mal das nächste Puzzle an. Huch, da geht's jetzt. Hoffe ich mal, dass ich hier nicht so viel im Weg steht. Oh, da rüber wir ganz runter. Wir haben gelb, blau und rot und wir haben orange, lila und grün als Wasser.
Das bedeutet, was haben wir hier für Teile? Jetzt sind ja die Möglichkeiten es gibt halt jetzt viel mehr Möglichkeiten, dadurch, dass man einfach diese Filter nochmal hat. Aber ich glaube, es gibt trotzdem immer nur einen Lösungsweg. Aber wir bringen das Wasser erstmal da runter. Aber wir können auch nicht Röhren einfach in die Luft bauen. Die müssen immer connected sein. Dann bringen wir die runter, weil dann unten können wir ja dann alles verkabeln, denke ich mal. Oder wie man das nennt bei Röhren. Wahrscheinlich nennt man das nicht verkabeln. Das ist ja doof. Das ist ja jetzt echt ein bisschen anstrengend. Weil mein Headset verrutscht beim Schräggucken so ein bisschen. Und ich krieg das da nicht so richtig rein. Okay, ich glaube, der hat gesessen. Also so ist natürlich der Klempner-Alltag wirklich, ne? Also nichts sehen und trotzdem arbeiten müssen. So hier unter irgendwelchen Sachen lang kriechen. Weißt du, bisher habt ihr gedacht, so Rohre und so, das ist euer Ding. Aber jetzt seht ihr mal, wie Realität ist. Realität ist nicht so schön. Aber so ist es im Leben. Manchmal ist die Realität nicht so schön. So. Rot wollen wir nicht. Wir wollen ja hier Gelb am besten haben und dazu müssen wir Rot rausnehmen. Und dann hätten wir hier schon mal Gelb. So, der erste ist versorgt. Lila, Grün brauchen wir hier vorne und Lila brauchen wir da. Okay, weiß ich gar nicht, hätte ich vielleicht den anderen auch da lang führen sollen. Hier unten, das macht echt nicht so viel Spaß. So. Und hier wieder lang. Und dann machen wir den Blaufilter. Und so. Und so. Ah. Und so. Okay. Und dann hier hinten. Einfach mal noch weiter runter. So. Und jetzt gehen wir langsam hier vor. Eine Abbiegung. Ein Filterchen. Und jetzt sei hoffentlich glücklich. Ja. Okay, ja, komische Konstruktion, aber funktioniert. Och, ich kann vorsichtig aufstehen. Eieiei. Okay. Puh. Ja. Viert ist auch geschafft. Mal gucken. Errungenschaft freigeschaltet. Aha. Complete. Ja, completed. Ist es fertig? Ja, ich scheine ja alles geschafft zu haben, ne? Also 1 ist durch, 2 ist durch, 3 ist durch, 4 ist durch. Es gibt hier keine besonderen Abzeichen, das habe ich letztes Mal schon gesagt. Das finde ich ein bisschen schade, weil man so keine besonderen Erfolge hat. Aber man hat ja zumindest seine Skills und da habe ich noch nicht alle komplett. Bedeutet eigentlich, dass ich wahrscheinlich, obwohl, hier steht das halt nicht. Hier steht nicht irgendwie von wegen, schaffe das in der schnellsten Zeit, die je ein Mitarbeiter von uns geschafft hat oder so. Sondern es ist einfach so ein bisschen, ja, hier bist du halt der Meister in Zusammenstecken und pipapo. Und dadurch weiß ich nicht, was ich genau machen muss, um diese Teile voll zu kriegen. Ah, okay, ja, aber ein bisschen vage ausgedrückt. Also teilweise ist es wohl einfacher, neue Wege zu... Oder es ist nicht einfacher, neue Wege zu finden, als bestehende Wege zu verbessern. Aber was bedeutet das? Was sollen wir das sagen? Ist ja... naja. Auf jeden Fall, wenn ich jetzt nochmal alles spielen würde, dann hätte ich vielleicht alle Skills voll. Ich weiß es aber nicht. Mache ich jetzt auch nicht. Ich bin froh, dass ich das geschafft habe. Ich habe die Bärchen überall gerettet. Und hier gibt es halt leider keine Abstufung. Wäre jetzt cool, wenn ich hier auch goldene Sterne hätte oder so, weil ich es besonders gut gemacht habe. Aber es gibt immer nur die blauen Sterne. Aber mit denen bin ich auch zufrieden. Das war also das Spiel. Dann können wir uns die Credits anschauen. Shell Games. Die hatten auch noch ein anderes wichtiges VR-Spiel gemacht. Der Jäger hat es mir letztens gesagt. Ich habe es auch verrafft. Aber schaut mal, viele Leute hier mitarbeiten. Ist schön. Richtig gutes Spiel. Aber erstmal nur wahrscheinlich mit der HTC Vive möglich. Mit Oculus Touch wahrscheinlich auch irgendwann, aber natürlich noch nicht sofort. Von daher,
Kauft euch dieses Spiel, wenn ihr eine HTC Vive habt. $9,99 oder so, hatte ich ja schon mal gesagt. Im letzten Video, wenn ihr da zugeschaut habt. Okay, ich bin VR-Dings von den We Are Nerds. Wir sehen uns. Ciao.